An dieser Stelle darf ich euch begrüßen in der Ronald Reagan Presidential Library in Simi Valley, Kalifornien. Im Mittelpunkt steht logischerweise Präsident Ronald Reagan, aber auch seine Frau Nancy Reagan, die gemeinsam mit ihm diese Präsidentschaft geprägt hat und die einen Großteil der Aufmerksamkeit in der Ausstellung bekommt. Es gibt diverse Präsidenten-Libraries, in denen das jeweilige Werk bzw. die jeweilige Präsidentschaft vorgestellt wird. In dem Fall die von Ronald Reagan. Beginnen tut das Ganze mit der Familie Reagan, die einst aus Irland eingewandert ist. Und wir lernen die Reagans ein bisschen kennen, auch die Kindheit von Ronald Reagan. Ganz klar, sein Aufstieg, sein Fleiß auch, der er sich aus kleinen Verhältnissen hochgearbeitet hat, aus einem Arbeiterhintergrund kommend. Er war dann als Schauspieler sehr, sehr erfolgreich und ist dann, wie natürlich wir alle wissen, zum Gouverneur von Kalifornien aufgestiegen. Hier rechts haben wir eben noch mal kurz Kleidung aus seinen Filmen gesehen und hier zum ersten Mal mit Nancy, seiner ganz, ganz großen Liebe. Hier seht ihr aus seinen Erfolgsfilmen nochmal die Kostüme und auch ein paar andere Filmerinnerungsstücke, die man da bewundern kann, aber natürlich der Schwerpunkt liegt auf seiner politischen Karriere, ganz klar. Hier sehen wir dargestellt die großen Probleme, denen er sich mit seiner Präsidentschaft gegenübergesehen hat. Auch wie in anderen Presidential Libraries beginnt das Ganze mit dem Wahlkampf. Es wird eben vorgestellt, wie der Wahlkampf abgelaufen ist, was so die Themen waren und wie er das in Angriff genommen hat. Er hatte nämlich ursprünglich nur eine Amtszeit als Gouverneur machen wollen, weil er sagte, da habe ich alles abgearbeitet, was ich versprochen hatte und danach sollte eigentlich Schluss sein. Aber ganz klar, als erfolgreicher Gouverneur muss man nach dem höchsten Amt greifen und das hat er auch erfolgreich getan. Für uns ein bisschen irritierend, die sehr, sehr intensive Zusammenarbeit zwischen Nancy und Ronald. Aber das war wirklich eine Jahrhundertliebe, kann man sagen. Er hat keine Entscheidung ohne sie getroffen. Er war der große Visionär, der Träumer, wie sie selbst gesagt hat. Und Nancy war die Nüchterne, mit zwei Füßen auf dem Boden befindliche, die ihn auch immer gebremst hat, wenn sie das Gefühl hatte, dass jemand ihren Mann nur ausnutzen will. Ja, er hat die Präsidentschaft gewonnen und das Ganze wird gezeigt an der am Oval Office, das hier nachgestellt wurde, zum Großteil mit Originalstücken. Die Reagans haben die Möbel alle selbst ausgewählt und hinten sieht man auch den Schreibtisch des Präsidenten. Da gibt es einen kleinen Adler, den hat Ted Kennedy tatsächlich Ronald Reagan geschenkt, weil dieser geholfen hatte, Geld für die John F. Kennedy Library zu organisieren. Hier sein, ja, ganz knappes Überleben bei dem Anschlag auf ihn. Es wurde ja auf ihn geschossen und er musste mit dem Leben kämpfen. Es ging ihm sehr schlecht. Man sieht hier den Anzug, den er getragen hat. Hier auch die Schusslöcher, Einschusslöcher und hier Notizen, die er vom Krankenbett aus gemacht hat und wo er sich erkundigt hat, wie es mit ihm weitergehen kann. Hier ist ein Zitat von ihm. Ich öffnete meine Augen, um nach Nancy zu suchen. Ich bete, dass nie ein Tag kommen wird, wo sie nicht da ist. Also das war immer Nancy sein großes Thema, die Frau, auf die er sich vollkommen gestützt hat. Ja, danach geht's dann rauf ein Stückchen und zwar sehen wir hier sein Leben im Weißen Haus. Hier die Dinner Diplomacy, verkörpert durch die Einladung für den Prince of Wales und Prinzessin Diana. Und
Ihr seht da auch zum Beispiel Geschirr, von dem damals gegessen worden ist, weil jeder Präsident wählt sein eigenes Geschirr. Ein großer Raum ist ganz allein Nancy Reagan gewidmet, ihrer Kindheit, ihrem Leben, ihrer Entwicklung. Sie war ja ein adoptiertes Kind, also die Mutter hatte nochmal geheiratet und Dr. Loyal Davis, wie der zweite Ehemann heißt, hat dann die kleine Nancy adoptiert. Hier sehen wir sie mit der Queen und einem Silberlamé-Kleid, was sie zu diesem Anlass getragen hat. Ihr seht hier mehrere Kleider der Präsidentengattin, die sie im Weißen Haus anhatte, und jeweils dann dazu ein Foto, wie das eben getragen ausgesehen hat. Das war super interessant. Und Nancy Reagan war ja eine sehr, sehr zierliche Person. Sie selbst war 1,63 groß, im Gegensatz zu ihrem Mann, der stolze 1,83 Meter gemessen hat. Hier nochmal Schmuckstücke, indianischen Schmuck, den sie sehr gerne getragen hat, der sie auch mit der kalifornischen Heimat verbunden hat. Hier ihr Taufkleid, verschiedene Fotografien aus ihrer Kindheit, Erinnerungsstücke, Briefe und so weiter. Also wirklich sehr liebevoll gemacht. Es wird natürlich auch ein ganz wichtiges Augenmerk auf die Entwicklung der Beziehung zwischen Ronald und Nancy gemacht, denn beide waren ja vorher schon mal verheiratet gewesen, als sie sich dann kennengelernt haben und haben einander, also bedingt eigentlich. Der eine wäre nie das geworden ohne den anderen, was er dann geworden ist. Sie hier auch mit den Kindern und hier, wie ich finde, eines der schönsten Fotos der beiden am Eingang der Library. Und ja, das ist alles ja wirklich zu Recht, dass sie da so betont wird. Man geht dann ein Stück weiter und kommt dann zu einer der Hauptattraktionen der Library, nämlich, ihr ahnt es bereits, die Air Force Number One. Das Flugzeug, in dem der Präsident durch die Lande gezogen ist. Man kann das Flugzeug auch von innen besichtigen, allerdings darf man innen nicht fotografieren, was ich persönlich sehr schade fand. Aber nichtsdestotrotz, es war ein ungemein spannendes Erlebnis, einfach mal diese Räumlichkeiten, sage ich jetzt mal, in denen Geschichte geschrieben worden ist, die so wirklich direkt live zu erleben und dort zu stehen, wo diese ganzen Sachen passiert sind, wo diese Entscheidungen alle getroffen wurden. Hier im Gang die Geschichte der Air Force One. Hier unten der Helikopter des Präsidenten, auch den kann man von innen besichtigen. Es gibt dann auch Foto-Opportunities. Man kann die Fotos nachher kaufen, wenn man es denn möchte. Es gibt sogar, das seht ihr gerade rechts verschwinden, einen nachgebauten Irish Pub, der an Reagans familiäre Wurzeln erinnert. Und hier unten die Kavalkade des Präsidenten mit den verschiedenen Begleitfahrzeugen. Da kann man allerdings nicht einsteigen, finde ich auch wieder schade, aber wir wollen nicht übermütig werden. Ja, das waren die wichtigen Gegenspieler sozusagen des Präsidenten. Es wird dann die sehr, sehr schwierige Amtszeit, die er zu bewältigen hatte, die vielen Kontrahenten, die sich ihm in den Weg gestellt haben, wird vorgeführt und natürlich ganz wichtig, der Fall des Ostblocks, der eiserne Vorhang, der verschwunden ist. Und da wird auch dargestellt, unter welchen Bedingungen die Menschen vorher leben mussten, was wir heute sehr, sehr oft vergessen. Hier wird an berühmte Dissidenten erinnert. Ganz rechts habt ihr eben Lech Walesa oder Wałęsa. Ich bin im Polnischen nicht wirklich bewandert. Hier wird an seine Gespräche mit Gorbatschow erinnert, mit lebensgroßen Bronzestatuen. Und es wird auch diese respektvolle Art und Weise betont, in der die beiden Männer miteinander umgegangen sind.
Und es ist das schon sehr beeindruckend, das alles zu sehen. Hier natürlich auch Ronald Reagan, der Privatmann. Das abgesägte Pferd, was ihr da eben gesehen habt, ist eine Foto-Opportunity. Da könnt ihr euch also draufsetzen und könnt euch fotografieren lassen. Ich habe es nicht gemacht, weil mein Thorsten war zu weit weg und den wollte ich wegen sowas dann nicht beipfeifen. Dachte nachher auch, ich würde wahrscheinlich ziemlich albern aussehen. Aber das war so für den Präsidenten der ganz wichtige Ausgleich. Er ist unglaublich gerne geritten. Hier sehen wir ihn auch mit Gorbatschow beim Ausritt und beim Wandern mit Nancy durch die Ranch. Hier eine Erinnerung an Camp David, die berühmten Fliegerjacken, die die Präsidenten alle tragen, wenn sie da mit dem Helikopter fliegen. Und das ist dann hier der Abschluss der Ausstellung, zumindest des stehenden Teils der Ausstellung, nämlich Ronald Reagans Tod und Beisetzung. Er starb hier an den Folgen seiner Alzheimer-Erkrankung und Nancy Reagan hat da ein langes Interview dazu gegeben, wie das eben so ist, wenn ein Mensch an Alzheimer erkrankt und praktisch man tatenlos dabei zusehen muss, wie dieser Mensch verschwindet sozusagen. Sie sitzt hier mit der amerikanischen Fahne, die vorher über den Sarg drapiert war. Und es wird dann zusammengelegt und wird dann der Witwe übergeben. Und man sieht an den Fotos, sie war also wirklich eine gebrochene Frau. Sie hat dann noch einige Jahre gelebt und ist zusammen mit Ronald Reagan dort an der Presidential Library beerdigt. Hier die Sonderausstellung, nämlich Star Wars, das große Projekt von Ronald Reagan, die Sternenverteidigung oder Sternenkrieg. Und Mitarbeiter des Museums haben mir so ein bisschen erzählt, dass sie halt immer versuchen, eine Sonderausstellung zu machen, die eben auch andere Gruppen anzieht und ein bisschen Interesse für die Library weckt. Und in dem Fall natürlich Star Wars, die Zusammenhänge zwischen dem Sternenkrieg von Ronald Reagan und dem Film werden da dargestellt mit sehr, sehr spannenden Exponaten, speziell natürlich auch für Star Wars-Fans ein richtig tolles Ding. Hier sind wir dann in einem Abhörzentrum aus der Realität, das dann den Filmprops gegenübergestellt wird. Hier mein Lieblingsort, hätte ich beinahe gesagt, nämlich der Shop. Das hier seht ihr nur einen Teil. Im Vordergrund die Jelly Beans, die der Präsident so geliebt hat. Und es gibt dort alles zu kaufen, von Süßigkeiten bis zu ganz hochwertigem Kristall und Porzellan. Es gibt Bücher, Kleidung, Postkarten, alles, was das Herz begehrt. Ja, und hier nochmal der Weg mit dem Blick über Simi Valley an der Presidential Library entlang. Da ist auch ein Café bzw. ein Restaurant, wo man dann auch draußen sitzen kann. Und der Weg führt einen dann in Richtung Parkplatz vorbei an den Gräbern von Nancy und Ronald Reagan. Es war für mich persönlich sehr bewegend, dort zu sein, weil ich habe angeregt durch diese Ausstellung eigentlich meinen Blick auf Ronald Reagan komplett abändern müssen. Hatte damit auch schon vorher angefangen, gebe ich gerne zu, weil natürlich im Nachgang weiß man dann mehr und ja, ist dann auch besser informiert und kann sich dann selbst ein bisschen hinterfragen mit seiner gefestigten Meinung. Hier sehen wir die Grabstätte aus der Nähe. Im Hintergrund ein Zitat des Präsidenten. Es gibt ein Stückchen weiter auch noch ein Denkmal für die gefallenen Soldaten. Das war auch für Ronald Reagan immer ein ganz wichtiger Teil, die Armee. Und da lag ihm sehr viel dran. An diesem kleinen Wald, da kann man selbst mitmachen. Da kann man spenden und Bäume pflanzen lassen. Es gibt auch Gedenkbänke, wo man sich verewigen kann. Ja, und hier natürlich die Fahne. Danke auf jeden Fall an die Presidential Libraries. War ein großes Erlebnis.